So, geht weiter. Auf geht's mit dem Qualifikationstraining zum großen Preis von Spanien. So, wir sitzen im Auto. Und da wir ja morgen ein Regenrennen haben, müssen wir tatsächlich auch auf das Regensetup wechseln. Checks complete. All personnel be aware, we have a car leaving. So, insgesamt sind es 18 Minuten, die wir haben im Qualifying. Jetzt müssen wir nur schauen, dass wir es irgendwie auf die Reihe kriegen. So, hinter uns ist ein Auto. Die Frage ist, was ist denn das für eines? Ja, komm, ich fahre. Alpha Tauri Gasly war's. Den wir am dritten freien Training schlagen konnten. Nur die Frage ist, wie fahren die anderen, was für ein Setup fahren die anderen? Konzentrieren gerade mal, wo das hinbekommen. Ja. 17 schwere Rundchen morgen im Regen von Spanien. So, 16,8 und boah, das heißt, da werden wir wahrscheinlich nicht rankommen, eine Mercedes starke Zeit. So, weil die noch nur ziehen lassen. So, 6er, ja, okay, ist schneller als wir. Aber da müssen wir also den zweiten Versuch nochmal setzen. So. Da ist der Teamkollege. Ocon.
Ich frage mich, wieso der Teamkollege da nicht einfach mal alle ziehen. Also ich mache jetzt einen Platz, dass die alle irgendwo ihre Zeiten bringen können. Das könnte eine Geldstrafe geben für den Teamkollegen und Ocon ist raus. Das war natürlich alles andere als der Plan an der Sache, aber das ist halt das Problem mit der KI, ne? Man lässt Platz, die KI sagt dann, okay, ich bleib auch noch neben dir stehen. Und dann passiert genau das, ich fahre weit genug rechts, das Teamkollege sagt, nö, ist nicht, meiner Meinung nach, klar, Fehler vom Teamkollegen, ich weiß nicht, wie es ihr seht. Dahin ist auch nochmal kurz gelb. Aber das sind die Gasly und, hab gar nicht gesehen, auf jeden Fall ein Haas. So. So, ab in die Box mit den Jungs. Best lap so far is a 1:20.5. So, momentan sogar nur P13. Die Frage ist, was hat der Teamkollege? Hat er eine Strafe bekommen oder nicht? Hm. 20:05, ja, ich glaube, wir werden auf jeden Fall weit hinten starten. Mit dem Setup wird es nicht schwierig werden. In the speed trap, 319.3 kilometers per hour. Gucken, was die Relation gesagt hat für die Vergehen. Oh, gar nichts. Keine Vorwürfe, keine Strafen pro Con und King. Damit hatte ich jetzt ein bisschen erwartet, dass zumindest da einer von den beiden was kriegt, aber Rennleitung sagt, nö, braucht er nicht. Die Frage ist, ob der doch nochmal nicht fährt. Ocon hat keine Zeit. Das heißt, wir sind auf jeden Fall Minimum 21. Wenn nicht sogar 20. Ich weiß nicht, ob da noch irgendwas kommt. Neun Minuten. Ja, wir müssen aufs Setup. Weil ich weiß nicht, wie viele von denen aufs Rock noch die Setup kämen.
So, sind noch 8 Minuten und dann sind wir 21. Da fehlt momentan noch einiges was davon. Aber wie gesagt, wir sind auf Elf Dings abgestimmt. So. Wir haben noch 7 Minuten. Der erste, der rausgeht, ist Bottas. Das heißt, für uns auch wieder ein Zeichen. So, komm, wir versuchen nochmal. Let's go. Zumindest die beiden Williams würde ich zumindest gerne für mich knacken. Vor mir. Latifi is ahead of you. Their best lap time is a 1:19.6. Oh, eine gute Sekunde müssen wir finden, um zumindest die Williams zu knacken. So, probieren wir es. Die erste Hälfte haben wir schon gefunden. Valtteri Bottas hat nochmal eine gute Zeit gesetzt. Wobei die für uns eher interessant ist, weil die nicht für uns schlagbar ist. Wir haben jedenfalls unsere eigenen Aufgaben gerade und die sind jetzt 1,5 Sekunden zu finden. Und vielleicht mit ein bisschen Glück auf eine 19.0 zu fahren. Die 15, irgendwas hier gefahren ist, das ist für uns untragbar. Oh, das wird ein definitiv guter Sprung werden. Das wird Minimum da hinten wegkommen und es ist 16. Yes! Reicht definitiv nicht, um größere Sprünge nach vorne zu machen. So, 4 Minuten nach 16, da sind wir auf jeden Fall. Ich hoffe, was die Zeit nach hinten bringt. Fahrer hinter mir. Repeat that, there's interference. Giovinazzi behind, their best lap time is a 1:18.7. 18.7. Das sind wir schon mal eine gute Hundertstel davor. Unser großer Springer wird es nicht werden.
only have 2 laps of fuel remaining. Best lap so far is a 1:18.6. So, mal gucken. Ja, es hätte knapp werden können. Es hätte klappt, fast noch den Haus gekassiert, wenn ich da noch ein bisschen was gefunden hätte. Weil die wahrscheinlich noch was in Zeiten sitzen werden. So, mal gucken, was wir da so ein bisschen um die Umgebung haben. Wir sind noch 1 Minute 25 Zeit, um So, jetzt sind 40 Sekunden. So, 7 Sekunden. Vielleicht reicht es für was bei 9 von der Position. 16er, komm. Ich hoffe, dass wir zumindest noch ein Sprüngchen nach vorne kriegen. Das Qualifying ist beendet und wir werfen noch einmal einen Blick auf unsere Top 3. Bottas, Hamilton und sogar. Max Verstappen. Das Qualifying ist beendet. Jetzt können wir uns aufs Rennen freuen. Morgen sind wir live und ohne Unterbrechungen beim großen Preis dabei. Also auf gar keinen Fall vergessen einzuschalten. Schade, den hätte ich gerne mitgenommen, den Platz. Aber 19. Ja, gut. Die Frage ist, was passiert. Na gut, was passiert im Rennen noch morgen? So, jedenfalls sind wir jetzt durch. Gut, dann sind wir durch. Wir sehen uns morgen wieder. Und dann geht es mit dem nassen Rennen, aber einem hoffentlich erfolgreichen Rennen weiter. Startplatz 19 ist es nur. Mal schauen. Bis dann. Tschüss.